ja, viele Kurven und gut, dass wir noch nicht so viel gegessen haben. So, und das mit unseren Gradzahlen, das wird immer wärmer jetzt. Wir haben 19 Grad Außentemperatur, obwohl wir doch ziemlich schon weit nach oben gefahren sind. So, jetzt kommt wieder ein großes Hinweisschild. Cueva Grande nach links, Pico Las Nieves, Roque Nublo, Cruz de Tejeda geradeaus. So, und wir haben uns jetzt kurzfristig entschlossen, Planänderung, Plan B, wir fahren jetzt nicht nach Artenara, sondern wir nutzen den schönen Tag und fahren nach Pico de Las Nieves und Roque Nublo, weil das ist immer ein ganz ein Glücksspiel, wenn man da hinfährt, da braucht man schönes Wetter. Und da es jetzt im Moment so gut aussieht, also Planänderung. So, und wir sind auch gleich da. Die Conny sagt, wir sind da ganz in der Nähe. 9 Kilometer. 9 Kilometer, und das bei diesem Wetter. Ja, Las Palmas. Ja, ein Muss. Und hier der schöne Blick auf Las Palmas zur Seitenscheibe raus. Ja, und man kann einfach nicht dann umhin, muss die Kamera wieder einschalten, weil landschaftlich ist es so schön hier. Schaut euch das an hier. Ja, und hier oben ist es jetzt schon ein bisschen frischer. Wir haben jetzt hier nur noch 16 Grad. Schaut euch an, der Blick hier auf Las Palmas. Ja, das hat schon was, gerade jetzt bei diesem schönen Wetter mit dieser Kombination und den Wolken, die da so tief hängen hier. Wir sind ja über den Wolken hier, kann man sagen. Und dann... Ja, richtig, richtig schön. Ja, nur einmal hier zur Info, was hier für schöne Pflanzen am Wegesrand wachsen. Ich kann euch leider nicht sagen, um was es hier geht. Ich weiß nur, das ist frische Kamille. Hier der ganze Hang ist hier voll diesen wilden. Ich nehme nicht an, dass die einer hier gepflanzt hat. Überall hier die Kamillesträucher. Da fällt mir wieder meine Oma ein, die das früher gesammelt, getrocknet und dann verarbeitet und getrunken hat zu Tee. Ich weiß, Kamille und Schafsgarbe war das. So, wir fahren jetzt hier Roque Nublo hoch und wir sehen hier die verkohlten Bäume, die sich alle wieder erholt haben nach dem letzten Mal, wo es hier gebrannt hat. Schaut euch an, die stehen da nur etwas verkohlt, der Stamm, aber alles. Ja, das ist die berühmte kanarische Pflanze oder Kiefer. Pino Canario. Pino Canario genannt, und die sich auch nach einem Feuer wieder erholt. So, wir fahren jetzt erstmal zum Roque Nublo. Das heißt hier rechts die GC600. Und ich kann euch gar nicht sagen, wann ich das letzte Mal hier war. Also jetzt hier nochmal nach links. Cumbre Central. Cumbre Central.
Hotelzimmer doch an ihm vorbeigefahren, aber wir sehen ihn wieder. Wir fahren doch noch mal und schauen uns das genau an. Restaurant Grill La Cumbre, für jemanden, der nachschlagen möchte. So, ja, wir hoffen auf Prominenz hier. Vielleicht ist ja Jennifer Lopez auch unterwegs und schaut sich die Schönheiten der Insel Gran Canaria an. Die hat ja jetzt auch einige Filmaufnahmen gemacht, ist ja schon wieder hier nach der Corona-Unterbrechung. Und hier kann man sagen, man sieht den Wald mit den ganzen Bäumen. So, und hier ist der Jakobusweg, da war jetzt ja auch die Tafel gestanden. Das ist ja ein bekannter Weg oder Wallfahrtsweg, den man ja hier in Spanien zelebriert. So, und wir haben uns jetzt eindeutig hier festgelegt, es sieht aus wie in Kanada, wie in den Wäldern von Kanada. Kann ich jetzt nur bestätigen, obwohl ich noch nicht da war, aber ich glaube dem Klaus. So, und die Conny hat mich gerade verbessert. Jakobsweg heißt das und nicht Jakobusweg. Also die kleinen Feinheiten, die korrigieren wir später. Ja, und wir fahren jetzt die ganze Zeit schon wieder bergab und schaut euch das an, wie schön das hier ist landschaftlich. Also jeder, der jetzt bei seiner Inselplanung das sehen möchte, sollte auf schönes Wetter achten, wie wir ja gerade auch die Planänderung gemacht haben. Ein bisschen flexibel sein. So, Conny sagt, wir sind gleich da und die letzten Meter müssen wir, glaube ich, zu Fuß gehen. Hier ist schon mal richtig was los an dem Punkt hier.